Hi, herzlich willkommen beim Mami-Blog. Bald ist ja Weihnachten und ich bin total der Weihnachtsmensch. Ich liebe Weihnachten und ich freue mich schon total. Und ich dachte mir, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für ein paar Tipps und Tricks, um die kommenden Tage noch so ein bisschen entspannter zu machen. Das Video hier entstand gemeinsam mit Bonprix. Bonprix kennt ihr ja natürlich, haben vor allem eine riesige Auswahl an Klamotten. Aber was viele nicht wissen, also ich wusste es zumindest nicht, da gibt es auch eine riesige Weihnachtsabteilung. Und da könnt ihr mal vorbeigucken, falls ihr noch irgendwas gebrauchen solltet, was euer Zuhause ein bisschen festlicher und gemütlicher macht. Für die Tipps und Tricks sorgen jetzt aber erstmal Jana und Veit. Die beiden haben das Video nämlich für uns gedreht und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Als erstes zeigen wir euch, wie ihr ganz schnell ganz persönliche Weihnachtskarten selber machen könnt. Ihr braucht nur ein bisschen Washi-Tape, mit dem ihr außen super schnell einen bunten Weihnachtsbaum aufkleben könnt. Oben könnt ihr noch einen Stern einkleben oder malen und das Cover ist schon fertig. Für einen ganz persönlichen Gruß des Babys könnt ihr innen noch ein paar bunte Fingerabdrücke aufdrücken und sie mit einem Stift zur Weihnachtsgirlande verbinden. Ein persönlicher Gruß drauf und schon sind die ganz persönlichen Weihnachtskarten fertig und die sind doch wirklich 10-mal schöner als gekaufte. Mit einer schlichten LED-Lichterkette könnt ihr im Handumdrehen eine Weihnachtskette machen, indem ihr kleine Deko-Anhänger aus Stoff, wir haben die hier von Bonprix, zum Beispiel mit kleinen Holzwäscheklammern an den einzelnen Lichtern befestigt. Die Lichterkette hängt ihr jetzt über einen Tannenzweig, den ihr euch von draußen holen könnt und ihr habt sofort eine weihnachtliche Stimmung im Raum. Lichterketten müsst ihr aber auch nicht immer aufhängen, sie sehen auch super schön in einem einfachen Einmachglas aus. Das indirekte Licht sorgt für Gemütlichkeit und lädt zum Kuscheln ein. Ganz einfache Geschenkanhänger oder auch Weihnachtsbaumschmuck könnt ihr aus der Schale von Orangen machen. Dazu drückt ihr eine Weihnachtsform mit einem Keksausstecher in die Schale und schneidet die Form mit einem Messer aus. Einfach über Nacht trocknen lassen, eine Naturkordel durchziehen und schon sind sie bereit zum Anhängen ans Geschenk oder Aufhängen an den Weihnachtsbaum. Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit des Backens und die vielen Plätzchen wollen natürlich auch verschenkt werden. Keksdosen zum Verschenken lassen sich auch mit Kindern super einfach und vor allem günstig aus Chipsdosen selber machen. Dafür könnt ihr zum Beispiel ein Stück Goldfolie drumherum kleben und sie mit Washi-Tape, Sternen oder anders nach Lust und Laune dekorieren, sie personalisieren und eure selbstgebackenen Plätzchen jederzeit an eure Liebsten verschenken. Sie eignen sich natürlich auch super als Aufbewahrung für andere weihnachtliche Naschereien. Es müssen auch nicht immer Plätzchen zum Naschen sein. Super schnell sind auch Schokomandeln selbst gemacht, die ihr nach Lust und Laune zum Beispiel mit bunten Zuckerstreuseln, Schokoraspeln oder für die Feinschmecker unter euch auch mit Meersalz bestreuen könnt. Und jetzt ein paar Organisationstipps, die einige vielleicht schon kennen. Es sind aber Tipps, die jeder kennen muss und echte Stressvermeider. Deswegen mussten sie in dieses Video hier mit rein. Ein Lichterkettenchaos könnt ihr vermeiden, indem ihr sie über ein Stück eingeschnittene Pappe wickelt. Weihnachtskugeln und andere zerbrechliche Weihnachtsdeko könnt ihr in leeren Eierkartons super aufbewahren. Geschenkpapierrollen fixiert ihr am besten mit aufgeschnittenen Klorollen. Weil Geschenkpapierrollen unterschiedliche Größen haben, hält es aber leider nicht bei allen, locht sie dafür einmal auf jeder Seite und zieht ein Geschenkband durch. Ihr könnt sie jetzt immer wieder neu verwenden. Aufbewahrt in so einem Aufbewahrungsbehälter zum Beispiel, habt ihr die passende Rolle immer sofort zur Hand. Und als Sammelbehälter für eure Geschenkbänder eignet sich ein Küchenrollenhalter optimal. Ein Tipp, mit dem ihr euren Weihnachtskranz ziemlich einfach an der Tür befestigt, ist ein selbstklebender Handtuchhalter. Säubert die Stelle gut, klebt den Haken verkehrt herum an die Tür, legt das Band des Kranzes über die obere Türkante und befestigt es jetzt am Handtuchhalter. Die Tür lässt sich wunderbar schließen und der Haken am Ende der Weihnachtstage einfach wieder ablösen. Und der letzte Tipp ist für süße Momente mit euren Allerliebsten der Hit. Mit einem normalen Sparschäler lassen sich Schokoraspeln von einer ganz normalen Tafel Schokolade abraspeln. Ihr könnt damit zum Beispiel die Trinkschokolade für eure Kids aufpeppen und so für unvergessliche Weihnachtsmomente sorgen. An dieser Stelle wünschen wir euch allen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Das war's schon wieder bei Mami Blog. Wenn ihr das Video gut fandet, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch Ideen für Weihnachtsgeschenke braucht, habe ich euch da oben nochmal ein aktuelles Video von uns verlinkt. Ich sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.